Hallöchen Leute, ich heiße euch willkommen zu dem großartigen Finale von Timesplitters Future Perfect. Das wahrscheinlich übrigens gar nicht so großartig wird, weil ich das Ganze jetzt wirklich zum dritten Mal aufnehme. Ich war zweimal so dumm und habe meine Dateien aus Versehen gelöscht und ja. Deswegen wundert euch nicht, wenn das Finale nicht so toll wird, wie es vielleicht hätte werden können. Tut mir leid, habt so viele Dateien gelöscht, das war dumm. Egal, fangen wir einfach an, der letzte Bosskampf ist super, den kann man gar nicht oft genug spielen. Soll ich ein bisschen Schwierigkeit da rein? Wisst ihr was, wir machen das jetzt auch schwer. Scheiß drauf, wenn ich das jetzt zum dritten Mal mache, dann kann ich auch schwer machen. Hübsches Foto. Keine Spielchen mehr. Finden Sie die Kristalle. Das ist ein ziemlich hübsches Foto, Anya, möchte ich mal anmerken. Wirklich hübsch. Okay, und ich glaube, ich werde es bereuen, dass ich auch schwer gestellt habe. Die Kristalle müssen hier irgendwo sein. Wenn Sie den Kristall in Crows Zeitmaschine einsetzen, gibt es eine Kettenreaktion. Die anschließende Explosion müsste stark genug sein, um die Basis okay. Und die ganze Insel... Dritter Versuch und ich habe ihn wieder nicht... Ich wollte ihn wieder sneaky ausschalten und es gelingt mir einfach nicht. Ich versuche sie zum dritten Mal und es ist mir nicht möglich. Und oh shit. Oh shit. Was zum... Was ist hier los? Ich bin schon fast tot. Okay. Das war dumm, dass ich auf schwer gestellt habe. Fuck! Will hier nicht runter. Schalldämpfer runter. Ich brauche jeden Schaden, den ich haben kann. Du machst das gut, R110. Du machst das gut. Ah! Oh Gott, geh weg, 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 weg. Oh Gott. Zum Glück bin ich ein Mensch, der sehr schnell auf R2 drücken kann. Also ist gleich fast wieder ein bisschen was aus. Laut meiner Analyse müssen Sie einen Rohkristall in die Maschine einsetzen, um eine Kettenreaktion auszulösen. Diese würde den Kristall und die Maschine zerstören. Das ist Ihre Chance, Cortez. Finden Sie den Rohkristall und bringen Sie ihn her. Okay, liebe Leute, wir sind auf der Suche nach dem rohen Rohkristall. Der ist ja so roh. Gar nicht schön gekocht. Bist du tot? Nein, du bist nicht tot. Halt dir nicht so viel aus, Mann. Schwer. Nein, sollte aber nicht schaffbar sein. Schreckt mich nicht, R110. Ja, genau, das piekst. Na, das ist auf jeden Fall die kürzeste Mission im Spiel. Also eigentlich sollte ich das auch schwer irgendwie schaffen können. So, vor allem, wenn ich mir das Fass hier schnappe und dann... BOOM! Das ist keine Taucherbrille, Mann. Das ist eine Super-Duper-Brille. Ich weiß noch nicht genau, was das für ein Teil ist. Ich habe gerade meine Rüstung verkackt. Das war clever. Egal, gehen wir einfach mal weiter. Tun wir, als wäre nichts passiert. Und schnappen uns den Zeitenkristall. Oh yeah! Bringen Sie den Kristall zur Zeitmaschine. Wahnsinn! Okay. Nach allem, was wir durchgemacht haben, ist das endlich das Ende! Wir haben es geschafft, Leute! Das ist super! Oh nein, Crow hat ihre Pläne durchschaut! Guten Tag! Guten Tag! Hi, Crow! Darauf war ich ja gar nicht vorbereitet, dass ich jetzt gegen dich kämpfen muss. Okay, der ist ziemlich träge im Drehen, das sollte ich für mich ausnutzen. Ey, nicht schießen, Arschloch! Lass mich Granaten sammeln. Na, das habe ich beim letzten Mal ziemlich verkackt. Hatte ich viel zu wenige Granaten für meine Waffe. Ey, stell deine Waffen bitte nicht wieder her. Das fände ich voll super von dir, okay? Okay, jetzt kann sich nicht bewegen und die Waffen sind wieder da. Fick dich, Crow! Ich muss die auch noch kaputt machen. Shit, okay, ich muss also ein bisschen schnell sein. Das wusste ich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Okay, stellen wir uns einfach mal nicht dumm an und dann sollte eigentlich alles super werden. Schön in den Arsch zielen und dann... ist er gleich tot. Immer in den Arsch, okay? Immer in den Arsch, Cortez. Das war nicht so toll. Das siehst du selber ein, oder? Ja, war nicht so toll. Sind wir uns einig. Fuck! Oh Gott! Am wenigsten bekommt das so den nötigen Schwierigkeitsgrad. Ich brauche Munition. Wo liegt der verschissene Munition rum? Lass mich in Ruhe, Crow. Lass mich in Ruhe. Will dich doch nur töten. Okay, das eine Bein ist kaputt. Das heißt, er kann sich schon mal nicht mehr bewegen. Ich bin tot. So gut wie tot. Wundervoll. Oder nicht? Das ist total wundervoll. Okay, friss dies. Friss dies nicht. Fuck! Komm schon! Komm schon! Okay. Das war wenigstens etwas. Ich muss schauen, ob hier noch irgendwo Heilung rumliegt oder so. Sonst bin ich ganz schön am Arsch. Ich glaube, hier liegt keine Heilung rum oder so. Fuck! Ich wollte doch nur geliebt werden. Verdammt! Wie kann ich diesen Kerl aus dem Weg räumen? Keine Ahnung, tut mir leid. Dumm gelaufen, gerade jetzt könnte ich dringend Hilfe brauchen.
Ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Sind Sie verrückt? Sie wurden für sowas nicht ausgebildet. Nein, aber Sie. Was? Erinnern Sie sich an all die Wurmlöcher? Ja. Was ist, wenn ich Sie in die Zeit vor Crows Ankunft zurückversetze? Auf diese Weise erzeugen wir eine Zeitschleife und Sie können Crow im Team ausschalten. Aber Sie haben doch gesagt, dass es gefährlich ist. Ist es auch. Aber was anderes fällt mir nicht ein. Es liegt in Ihrer Hand. Ihre Zeit ist abgelaufen. Sie haben doch nicht ernsthaft gedacht, dass Sie mich ganz alleine besiegen können, oder? Nein. Was soll's? Sie werden sehen. Jetzt müssen Sie sterben. Später vielleicht. Okay, gute Arbeit, Enya. Jetzt brauche ich einen klaren Kopf. Ah, da bin ich ja. Was willst du denn hier? Ich möchte dir gegen diesen Crow helfen. Crow? Aber Crow ist nicht hier. Wir dürfen uns so nicht mehr sehen. Los, du. Okay, Leute, es geht los, wie viel meine Leben. Shit! Ich glaube, das war kein Kontrollpunkt. Okay, ich muss jetzt irgendwo ganz schnell Leben auftreiben, sonst können wir es vielleicht ganz vergessen. Es muss ja doch irgendwo Leben geben. Ach ja, und der Iron 110 ist tot. Nein! Warum? Hm, wir haben noch einen. Gut, dann lassen wir uns mal töten. Führt ja kein Weg dran vorbei. Oh shit! Du hast ihn voll gegeben. Ja. Das war vorhersehbar. Na gut. Level wiederholen. Gibt's ja kein Kontroll. Hübsches Foto. Okay, Leute, ich habe jetzt wieder bis hierhin gespielt, wieder auf schwer, weil muss auch schwer wenigstens sein. Fuck, wo ist die Munition? Und ich habe noch so ziemlich alles lebenmäßig übrig. Ich brauche mehr Granaten sonst. Hat ihm jetzt gerade meine ganze Rüstung mit einem Schuss abgezogen? Hat er es gerade eben wirklich gemacht? Ich hatte noch eine volle Rüstung. Ich will nicht schon wieder verlieren, bitte! Lass mich nicht im Stich! In diesem Outfit kriegen Sie nie eine Freundin. Wo ist mein blödes Medipack? Ich muss ja erstmal Medipack suchen, sonst bringt das alles nichts, weil ich fast tot bin. Der ist mal ein bisschen zu dicht auf den Fersen. Ich höre ihn. Ich spüre die Vibrationen meines Controllers. Shit. Shit, 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 shit. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, Arschloch. Lass mich in Ruhe. Die Sache ist halt, man muss immer so schön nach links laufen vor ihm. Darf keine falsche, nicht in die falsche Richtung laufen, sonst hat man verkackt. Ich glaube, ich muss gar nicht alle seine Körperteile kaputt machen, bis ich aufballern kann. Und boom! Und boom! Yay, das war ein bisschen was. Okay, mal schauen, wie viel ich jetzt noch so runterballern kann. Komm schon, komm schon! Noch ein Stück! Noch ein kleines Stückchen! Okay. Das war immerhin etwas. Ich glaube, ich habe jetzt Chancen, ihn zu besiegen. Allerdings brauche ich dafür mehr Munition. Mir ist gerade aufgefallen, dass er mich irgendwie erwischt kann, wenn ich gerade auslaufe, aber wenn ich seitwärts laufe, dann nicht richtig. Na doch, er erwischt mich schon immer wieder. Und warum schießt er die ganze Zeit eigentlich nur auf mich? Kann er nicht mal auf die anderen schießen, Arschloch? Warum treffe ich jetzt wieder nicht mehr, wenn ich aufnehme? Ah, schrecklich. Ohne die Aufnahme ist das alles eigentlich ganz gut gelaufen bis hierhin. Ich hätte jetzt nicht nach rechts laufen dürfen, das war dumm. Eigentlich sowieso am klügsten, wenn man ihm zuerst seine Füßchen kaputt macht. Während man hinter ihm steht übrigens. Sonst ignoriert er seine Scheiße wieder. Der letzte Arsch. Das wollen wir nicht. Boom. Komm schon. Boom. Okay, ich krieg ihn klein, Leute. Ich krieg ihn down. Und der letzte Schuss. Boom. Drecksack. Auf schwer, möchte ich mal anmerken. Auf schwer. Ja. Stirb. Ah, wunderbar. Ich werde nie wieder Calamares essen. Los, pusten wir das Ungetüm in die Luft.
alle Instrumente auf Maximum. An die Arbeit! Also los! Anya, holen Sie uns hier raus! Gute Arbeit, Cortez. Ich wusste, Sie schaffen es. Danke, General. Und Sie haben mir sogar einen Roboter gebracht. Cortez, Sie haben es geschafft. Tja, dank Ihnen. Nein, nicht den Roboter! Sehen Sie! Ach, Cortez. Sie sind mein Held. Ich weiß, das bin ich Ihnen schuldig. War das nicht ein herzerwärmendes Ende? Das war wunderschön, oder? Ja. Ich war so gerührt, das Ganze jetzt zum dritten Mal zu sehen, dass ich nebenbei irgendwas in meinem Browser rumgesucht habe. Aber gut, liebe Leute, das war dann soweit Timesplitters Future Perfect. Wie schon ein paar Mal erwähnt, eins meiner Lieblingsspiele. Ich würde sagen, mein Lieblings-Ego-Shooter. Ist ein gutes Spiel. Ich möchte mich natürlich bei allen von euch bedanken, die sich durch dieses Spiel mit mir geschossen haben. Irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich durchgequält haben sagen, aber quälen ist das falsche Wort dafür. Auch wenn es anfangs, wenn man wirklich die PS2-Optik nicht mehr gewohnt ist, wirklich nicht gut aussieht. Ah, das ist echt sowas von nicht HD. Ja, da merkt man schon das Alter ein bisschen an. Aber ja, war ein sehr schönes Spiel. Ich freue mich natürlich auch für alle Leute, die das Spiel noch nicht kannten und es trotzdem angeschaut haben. Wegen den erwähnten Problemen und weil es ein Ego-Shooter ist, was auf meinem Kanal ziemlich unüblich ist. Ja, ich mag kein Splitters. Und viele werden natürlich fragen, ob ich jetzt auch noch dieses Arcade-Liga- und Herausforderungen-Zeug machen werde und nein, werde ich nicht. Das hat mehrere Gründe. Erstens, ich bin immer noch total scheiße in dem Spiel. Und die Herausforderungen und sowas sind wirklich schwer. Ja, teilweise hauen die richtig rein und dafür bin ich einfach zu scheiße in dem Spiel. Ich werde auch nicht mehr wirklich reinkommen. Dafür müsste ich so Multiplayer spielen und... Ja, genau, und ansonsten ist noch der Grund, dass es wirklich das Interesse sehr begrenzt ist. Weiß jetzt mich auch nicht wundern, weil es nicht wirklich auf meinem Kanal passt, aber trotzdem schade. Das habe ich euch beim letzten Mal angesprochen. Da hatte ich gutes Credits geschwätzt beim zweiten Versuch. Besser als jetzt, das könnt ihr mir glauben. Ja, genau. Ihr werdet mich sicher fragen, ob ich davon gehört habe, von diesen Leuten, die irgendwie ein Remake von den Timesplitters Multiplayer-Modus für den PC machen wollen. Und ja, das habe ich. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Könnte nett werden. Könnte auch kacke werden, aber auch nett. Ich bin gespannt. Wenn ihr nicht wisst, was ich meine, sofern ich es nicht vergesse, werde ich euch einen Link in die Beschreibung packen. Zu dem Remake, das soll irgendwie greenlighted werden und keine Ahnung. Kenne mich damit jetzt nicht so aus. Hab mich nicht so viel informiert. Ja, ansonsten habe ich glaube ich dann soweit alles angesprochen. Ja, wie gesagt, ist jetzt die dritte Aufnahme, das kann nicht mehr wirklich gut werden. Insofern würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Das war Timesplitters Future Perfect und wir sehen uns dann in einem der nächsten Spiele hoffentlich wieder. Das wäre herzallerliebst. Ja, dann bis dann und ciao.